die Serviceleute hinein, was wir haben, sind ein Wahnsinn. Die hauen sich voll rein, ist extrem professionell. Und auch die Firma Atomic hat extrem Gas gegeben heuer mit der Entwicklung und haben bis jetzt super Ski gehabt und bin voll zufrieden. Geh mal ein auf die Jungs, die da in den späten Abendstunden immer wieder das richtige Wachs, hoffentlich das richtige Wachs drauf geben. Wir machen es jetzt mit einigen. Ah, da ist er. Berwein? Achso, ja. Unser Chef ist der Eder Benji, der Chefwachser der Berwein Franz, und neu ist noch der Haslacher Wolf und der Eder Hans. Und ja, sind ein super eingespieltes Team und es ist wirklich schön zum Anschauen, wie sie sich reinhauen und geben Vollgas. Eder Johann, auch aus St. Ulrich. Ganz kurz, letzte Frage noch, und zwar Zusammenstellung der österreichischen Mannschaft. Warum genau in dieser Besetzung? Und vielleicht kannst du ganz kurz noch sagen, wie die Besetzung ausschaut? Mehr so Starter als Startläufer, noch an der Sumi, noch an der Fide und noch an Chemie. Wieso genau so, muss den Trainer fragen. Die Firma Atomico und unsere Techniker haben wirklich über den Sommer hart daran gearbeitet. Sie haben einiges ausgetestet, einiges ein bisschen verändert. Hat in Östersund beim Auftakt schon Früchte getragen und ich hoffe, das geht auch weiter so. Auf alle Fälle. Also das passt heuer sehr gut zusammen. Ich habe einen großen Schritt gemacht und die Skifirma hat noch einen größeren gemacht, glaube ich. Und das ist sehr, sehr stimmig heuer. Ja, ich glaube schon. Also am Material wird es hoffentlich nicht scheitern, wenn es den Schnee von der abtrat. Aber ich glaube, das ist morgen eh der Fall. Also morgen gibt es, glaube ich, Kaiserwetter. Kaiserwetter muss nicht sein, aber zumindest faire Bedingungen, das wird so sein. Und dann, wie gesagt, am Material wird es sicher nicht scheitern.